Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist heute mit einer Frage, die ich relativ oft bekomme, relativ oft bespreche. Nämlich, musst du ein Arschloch sein, um Erfolg bei Frauen zu haben? Das ist wohl eine der Fragen, die sich die meisten Männer stellen, gerade wenn sie jetzt früh in dieses Thema Erfolg mit Frauen kommen. Das will ich heute mit dir klären und einfach mal damit anfangen, dir zu erklären, wie das denn überhaupt kommt, dass viele Männer tatsächlich Arschlöcher werden, bevor sie dann etwas anderes werden, aber da komme ich dann später drauf. Meistens ist es so, die Leute, die jetzt hier auch zum Channel kommen, die Leute, die Probleme mit Frauen haben, stecken in dieser Nice-Guy-Symptomatik fest. Wenn du nicht genau weißt, was das ist, ich habe da mal ein Video zu gemacht, wie das sich psychologisch zusammensetzt. Super spannend, sollte man wissen, sollte man verstehen als Mann, vor allem als Mann, der vielleicht in diese Kategorie reinfällt. Erster Link in der Beschreibung, schau dir das Video unbedingt an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Also, die Leute sind in dieser Nice-Guy-Symptomatik und dann passiert etwas, was häufig passiert, wenn man in einem Extrem von irgendetwas unterwegs ist, nämlich Überkompensation, so nennt man das. Das heißt, du bist erst der Nice-Guy und dann überkompensierst du auf das andere Extrem im Sinne von, du bist dann das Arschloch. So, oft ist es dann so, dass erst bist du der Nice-Guy, dann das Arschloch und am Ende pendelt sich das dann irgendwo in der Mitte ein. Und das ist auch genau der Weg, den du gehen musst oder gehen solltest. Und die Antwort auf die Frage, nein, du musst kein Arschloch sein, um Erfolg mit Frauen zu haben. Ich würde sagen, als Arschloch hast du vielleicht mehr Erfolg mit Frauen als Nice Guy. Denn das Arschloch zieht nochmal mehr Frauen an, als wenn du einfach nur Frauen nachläufst, Frauen jeden Wunsch von den Lippen ablesen möchtest und keine, ja, sagen wir mal, keinen Respekt vor dir selber hast, ne? Also das Arschloch ist definitiv erfolgreicher als der Nice Guy. Aber eben auch nicht auf lange Sicht gesehen. Also die Beziehungen, die du mit den Frauen haben wirst, werden entweder schlecht sein, weil das Frauen sind, die sich generell schlecht behandeln lassen, oder sie werden nicht lange anhalten, weil Frauen sich nicht so behandeln lassen. Und ich habe vorhin in einem Hörbuch einen ganz interessanten Satz gehört, der das Ganze sehr gut zusammenfasst. Die Leute beginnen mit Nice Guy, kein Respekt für sich selbst, sehr viel Respekt für Frauen. Dann gehen sie rüber zum Arschloch, kein Respekt für Frauen, sehr viel Respekt für sich selbst. Und irgendwann entwickeln sie sich dann in die Mitte zum, ich nenne es jetzt mal, vollkommenen Mann. Zum Zeus-Mann, wenn du meine Bücher kennst. Zeus-Methode, Zeus-Mann und Zeus-Legende. Wenn du noch nicht kennst, zweiter Link in der Beschreibung, kannst du mal auf Amazon vorbeischauen und dir die Bücher besorgen. Also, zum kompletten Mann, zum Zeus-Mann kommst du dann, wenn du, naja, dich in der Mitte eintarierst. Wenn du Respekt für dich selbst hast, aber eben auch für die Frau. Das ist halt die eigentliche Lösung für das Problem. Das ist das, was die Frauen eigentlich wollen in einem Mann. Nur ist es halt so, dass manche Frauen sich mit dem Arschloch zufrieden geben, weil nichts anderes da ist. Weil dieser Mann in der Mitte, dieser vollständige Mann, dieser Zeus-Mann, der ist eben so selten. Und die Frauen haben dann doch lieber ein bisschen Spaß mit dem Arschloch, wenn auch nur auf kurze Zeit, als mit irgendeinem Nice Guy, der sich selbst komplett vernachlässigt. Das heißt, du kannst mal für dich schauen, das ist ganz wichtig, wo befindest du dich denn gerade auf dem Spektrum? Respektierst du dich selbst sehr und Frauen gar nicht? Und das ist wirklich so eine häufige Sache. Also die Leute kommen hier rein im Sinne von, oh, ich bin so ein armer kleiner Wicht und ich lasse mir alles gefallen und Frauen sind so toll. Dann gehen sie dieses Extrem, das ist dann dieses, ja, ich fix sie alle und ja, ist auch egal, ja, ich verletze die halt, ist ja scheißegal, so, ich hole mir, was ich will. Und das funktioniert besser als das Erste. Und dann irgendwann, wie gesagt, pendeln sie sich normalerweise, nachdem sie auch hier schlechte Erfahrungen gemacht haben und ein bisschen Bewusstsein dafür bekommen, was sie denn da machen mit ihren Handlungen, pendeln sie sich normalerweise hier in der Mitte ein und werden dann zum Zeus-Mann, zum vollständigen Mann. Und ich finde, eine Filmfigur, die das Ganze sehr gut darstellt, und hier an dich Filmempfehlung, wenn du diesen Film noch nicht gesehen hast, ist Maximus Decimus Meridius aus Gladiator. Ich habe den Film die Tage nochmal gesehen, nachdem ich nochmal eine Analyse von dem Film gesehen habe, in Bezug auf seine Männlichkeit, mache ich vielleicht auch nochmal was zu, ist nämlich super interessant. Dieser Film stellt das Ganze wunderbar dar. Also da siehst du einen Mann, den du auch, und das ist das Witzige, wenn du diesen Film siehst, wahrscheinlich automatisch als männlich wahrnehmen wirst. Der wirkt in dem Film einfach sehr männlich und warum das so ist, da kommen wir vielleicht in einem anderen Video nochmal drauf. Auf jeden Fall, er hat Respekt für sich selbst, er hat Respekt für die anderen Personen. Er respektiert sich selbst, hat seine eigenen Grenzen, aber wahrt auch die Grenzen der anderen Leute. Wie kann das jetzt mal als Beispiel ganz klassisch mit einer Frau aussehen? Wenn du zum Beispiel mit einer Frau schlafen willst und du hast sie jetzt bei dir zu Hause oder so, und du versuchst halt den nächsten Schritt zu machen und siehst so, hey, ich bin nicht bereit dafür. Na, dann kannst du verschiedene Sachen machen. Es gibt Leute, die pushen dann durch und machen dann irgendwelche komischen Taktikspielchen von wegen, jetzt freeze ich sie und dann gehe ich erst in ein anderes Zimmer und dann ignoriere ich sie erst und dann wird sie mich wollen.
Aber das ist halt mehr so diese Arschloch-Taktik im Sinne von, ich hole mir, was ich will und schaue, dass ich auf die Bedürfnisse der anderen Person keine Rücksicht nehme. Das ist halt die Art und Weise, wie Männer das dann tatsächlich auch machen. Was du in diesem Fall einfach machen solltest, als Zeus-Mann, als vollkommener Mann, ist, dass du sagst, alles gut, wir machen nichts, was du nicht möchtest. Ganz entspannt, ziehst dich halt zurück, quatscht weiter mit ihr und kannst es dann ja zu einem späteren Zeitpunkt dann auch wieder versuchen, wenn du das Gefühl hast, sie ist dann ready dafür. Mittel. In der Mitte. Respekt für dich selbst, Respekt für die Frau. Und wenn du diesen Punkt erreichst, dann wird dein Erfolg mit Frauen besser sein als Nice Guy oder als Arschloch. Vor allem nachhaltiger. Na, du kannst es so sehen, keinen Erfolg mit Frauen, ein bisschen mehr Erfolg mit Frauen, aber immer sehr kurzfristig und unzufriedenstellend. Erfolg mit Frauen in jeglicher Hinsicht. Und jetzt Aufgabe an dich nach diesem Video. Hör mal in dich rein, schau mal in dich rein, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wo befindest du dich denn gerade auf der gedachten Linie, auf der gedachten, naja, Skala, sagen wir mal? Bist du eher ein Nice Guy, bist du eher das Arschloch oder befindest du dich vielleicht schon eher in der Mitte? Und eine Sache, die ich tatsächlich nicht genau weiß, ist, muss man diese Entwicklung durchmachen, um in die Mitte zu kommen, oder kann man sich zur Mitte hin entwickeln, ohne vorher ein Arschloch werden zu müssen? Das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Meine Entwicklung war Nice Guy, Arschloch, Mitte. Und ich kenne genug Leute, bei denen das genau so war. Aber ich vermute, mit dem richtigen Lehrer, mit einem Lehrer, der in der Mitte bereits ist, kannst du diesen Arschloch-Schritt überspringen. Ich hatte damals nicht so einen Lehrer. Ich hatte eher die Lehrer in dieser, naja, Arschloch-Schiene, sage ich jetzt mal. Und es hat mir viel geholfen, aber es hat auch dafür gesorgt, dass ich viel Asche, verbrannte Asche zurückgelassen habe. Wenn du einen Lehrer hast, der bereits in der Mitte ist, gut, dass du jetzt hier meinen Channel guckst, dann glaube ich, kannst du dich auch direkt in diese mittlere Phase begeben. Schön, dass du dabei warst. Ich bin gespannt auf deine Kommentare, wie das so bei dir ist, wie du glaubst, dass es bei dir ist. Freut mich, dass du hier warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir dich für ein Coaching bewerben, einer der letzten Sommer-Coaching-Plätze. Da würden wir unter anderem solche Dinge machen, wie ich zeige dir, wie du es schaffst, der vollkommene Mann zu sein, der Zeus-Mann zu sein, der in seinem eigenen Leben, aber auch mit Frauen, den Erfolg hat, den er sich vorstellt. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem weiterführenden Video. Schau dir das unbedingt an, wenn du das hier gesehen hast und vor allem, wenn du es bis hierhin gesehen hast. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich drauf, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.